Beruhigt euch! Ich saß die ganze Zeit hinten in der Dunkelheit, ich muss erst noch adaptieren. Schön. Na ja? Ah, wer von euch ist der Fitness-Typ? Es gibt einen Grund, warum ich frage. Denk mal drüber nach. Sympathie ist hergestellt. Schön. Du bist auch Dominik? Ja. Okay, cool. Ich wollte nur ein bisschen abcatchen hier. Das ist überhaupt nicht meine Zeit. Ich weiß auch gar nicht, was ich erzählen soll. Ich kann euch nur sagen, was ich heute so gemacht habe. Ich war baden. Eigentlich war ich duschen, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr zu stehen. Da habe ich mich hingesetzt. Ich hatte noch genug Würde und Anstand, die Haare da wegzumachen aus diesem Loch. Ich verdiene mein Geld mit Worten. Nein, ja, nicht mehr aufgetreten. Da, wo der Korken reinkommt, ihr wisst schon. Siphon. Ja, ja, da wieder. Anhand meines Outfits habt ihr vielleicht gemerkt, ich bin Veganer. Selbsterklärend. Ich treffe mich jetzt auch nur noch mit anderen Veganern. Wir reden darüber, wie toll wir sind. So, wo kriegst du deinen veganen Käse her? Von da? Köstlich. Und den veganen Feta-Käse? Ja, der ist ganz gut. Ich bin voll der Snob geworden. Das widert mich selbst kaum noch an. Es ist einfach mein Lifestyle. Es war einfach für mich irgendwann so, ey, ich möchte das nicht mehr. Ich meine, es ist nicht so, dass ich nicht Fleisch gegessen habe gerne. Ich habe Steaks gegessen, die waren dicker als du, weißt du, ganz ehrlich. Da war immer Fleisch dran, weißt du? Body-Shaming, ist mir doch scheißegal. Schreib's doch in deinem Blog, keiner liest den. Wie immer sei. Ich habe Steaks gegessen, die waren größer als ihr. Und guck mal, seine Freunde lachen und er so, es reicht. Den ganzen Abend. Ich gehe trainieren und dann mache ich dich fertig. Wehe die Maus da. Ich gebe dir 4 Monate Zeit. Jedenfalls, ich habe Steaks gegessen, die waren mega fett. Ich war auch jemand, der sich beschwert hat, wenn das Steak zu dünn war. Es war dann so, dass ich dachte, ey, das ist so dünn, dass ich denke, die Kuh lebt wahrscheinlich noch, weißt du? Mir hat der Gedanke nicht gefallen, dass ich ein Steak esse und da draußen ist eine Kuh glücklich, die nur eine Schramme hat. Das war für mich so, nee. Ich war auch niemand, der sich beschwert hat über das ganze, wuch. Ich bin mal so ein Schwein in der ersten Reihe, Alter. Ich sage, ich bin vegan und er ist so, ja, yeah, hätte ich kann nicht sein, wer ich bin. Ich will dich auf keinen Fall essen, Alter. Okay, ja. Er stirbt aus anderen Gründen, ich habe damit nichts zu tun. Es gilt immer noch der vegane Kodex, okay? Angewidert von deiner Lache gerade gewesen. So, als wärst du in einer Beziehung und du weißt, die Frau lacht gut, aber ist so schrecklich, aber du weißt, du bist witzig. Das ist okay, stirb ruhig. Die Aufgabe von einem Comedian ist auch zu killen, weißt du? Dann kann ich wenigstens sagen, check. Wo war ich stehen geblieben? Hat jemand zugehört? Ich bin ein bisschen Steak. Ich war auch niemand, der sich beschwert hat. Das ist der glücklichste Deutsche, den ich je gesehen habe. Also immer so, ah, 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 ah. Er lacht ein bisschen wie der Typ, der bei Zelda, der Endboss, wenn du stirbst, ich weiß nicht, ob du kennst. Am Ende sieht man so ein Schwein, macht so, ha, 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 game over. Keiner kennt das Spiel, das ist okay. Jedenfalls, ich habe auch einen ganzen Abend, komm vorbei, am 9. Oktober zum Beispiel, 80% des Abends ist der Typ, der lacht. Nee, ist okay. Es catcht on. Ihr seid ein Paar, nicht wahr? Ich mache nur Smalltalk, weil ich noch nie in so einer Situation war. Dass ein Typ zu viel gelacht hat. Kein Problem, du musst dich entschuldigen.
auch sei. Du lachst noch über den Spruch mit dem, ich bin Veganer, ne? Ich glaube, der hackt. Ihr guckt keine Comedy-Filme, ne? Kommst du vor, als hättest du ihm gerade das erste Mal Gras gezeigt. Der ist so, wow. Weint ihr auch so bei traurigen Filmen? Ist es dann auch so? Immer. Immer. Also alles total emotional. Und du bist komplett anders. Total. Du bist so Arme verschränkt, sagst. Warum gehe ich jedes Mal mit ihm raus? Ich meine, gibt es Gesprächsthemen, aber darauf will ich eigentlich auch nicht eingehen. Weil ich bin eher so der Typ, der nur da sitzt und es erklärt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ich mache meine Zeit nicht mehr. Ich merke so, hey, reden wir über die zwei. Wo habt ihr euch kennengelernt? Hier, in Berlin. In Berlin. Ich war nicht da, Entschuldigung. Ich war hier eine Weile, hab's zugehört und da bist du noch nicht verreckt. Deswegen denke ich mir so, okay, was ist los? Was macht ihr beruflich? Erinnert mich sehr an Joaquin Phoenix, gerade den Joker. Oscar-Preisträger. Ja. Gibt's noch Fragen? Weil ich denke, ich bin ja eigentlich durch. Ich habe mein Sold an Lachen erfüllt, eigentlich auch, wenn es nur eine Person war. Wie gesagt, am 9. Oktober bin ich nochmal hier. Kommt gerne vorbei. Ich merke dann auch, ich brauche gar kein großes Publikum. Einer reicht einfach in dem Moment. Ich komme mal. Die Art und Weise, wie er es gesagt hat, lässt mich denken, dass er an dem Tag erscheinen wird. Ich glaube, das ist einfach sein emotionaler Standpunkt gerade. Dass er so krass lacht, dass er gerade kommt. Auch das ist neu für mich, also von daher. Jedenfalls vegan und ja, mehr habe ich nicht zu sagen, Leute. Ich gebe auf. Dankeschön, Rolf Bitches. Ciao, ciao.